5, 4, 3, 2, 1. It's one small step for man, one. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Ating und Selbiger. Bin ich. Ich bin heute wieder mal nicht alleine in meinem wunderbaren Podcast-Studio. Ich habe mir jemand eingeladen, zwar wieder immer noch am ganz langen Kabel. Die lange Kabeltrommel wurde diesmal ausgerollt Richtung Hamburg. Wir treffen uns immer noch nicht vernünftig ordentlich. Dietmar, es tut mir leid, ich hätte dich gerne im gleichen Raum gehabt. Aber wir müssen das jetzt leider so gestalten. Dietmar Moltagen ist da. Dietmar Moltagen muss man kennen. Der Mann ist Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung im Regionalbüro Nord. Das ist Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen, welches richtig zusammengesammelt haben am Hirn. Sehr gut. Und er ist Podcaster von Friedrichs Flaschenpost. Wenn man das noch nicht kennt, da muss man auf alle Fälle vorbeisurfen. Da reden wir gleich ein bisschen drüber. Dietmar, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Wir beide sind ja Podcasting-Kollegen und wir sind sogar Autoren-Kollegen, weil das Buch Podcast-Führerschein ist jetzt gerade auf den Markt gekommen und wer sozusagen da durchblättert, stellt auch fest, der Kollege Moltagen taucht da auch auf. Wir haben quasi, was mich sehr ehrt, vielen Dank dafür. Naja, ich habe ja die Leute gefragt, von denen ich wusste, die können mir mehr helfen bei dem Buch, die habe ja nicht irgendwie ihn gefragt. So. Genau, also zur Erläuterung, Friedrichs Flaschenpost ist ein politischer Podcast, ist aus dem Bereich Norddeutschland und da wollte ich auf alle Fälle nachbohren, weil ich das sehr spannend finde, was Podcasting in der politischen Welt so kann und tut. Vielleicht, Dietmar, erzähl mir mal ein bisschen, was dir da genau macht und auch so eine Einschätzung, was eigentlich dieses Medium in der politischen Kommunikation ausmacht und was es kann. Also wir senden alle 14 Tage Interviews mit engagierten Menschen aus eben den drei Bundesländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein. Das heißt, jede Sendung hat eine Person zum Inhalt. Wir wollen auch ein bisschen über den Menschen immer reden und ein politisches Thema, nämlich das Thema, wo sich jemand engagiert. Also gerade eben zum Beispiel habe ich mit der Vorsitzenden der GEW Schleswig-Holstein, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, eben über Schulen in Corona-Zeiten gesprochen. Die machen in Schleswig-Holstein jetzt auf seit einigen Wochen. Da ging es natürlich um die Frage, was für Erfahrungen gibt es jetzt aus den Schulen in Schleswig-Holstein und natürlich aber auch die Frage, was für Lehren gibt es auch langfristig aus der Pandemieerfahrung für die Schule der Zukunft. Darüber haben wir gesprochen, aber auch ein bisschen, warum ist sie eigentlich selber Lehrerin geworden, warum ist sie in der GEW, was macht man eigentlich, wenn man GEW-Vorsitzende ist, wie ist man da im Kontakt mit der Landesregierung oder eben auch nicht. Über solche Themen sprechen wir. Und genau, senden alle 14 Tage, haben dadurch ein sehr breites Themenspektrum, weil es immer um was anderes geht. Also die letzten Folgen ging es auch mal um Obdachlosigkeit in Hamburg etwa. Es ging auch um die Frage, wie kommt Hamburg durch die Pandemie mit Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Sodass schon das Thema jedes Mal ein ganz anderes ist, mit einer neuen Person, mit einem neuen Gast. Und genau, so hoffen wir, dass wir ein relativ buntes Programm da zusammenstellen können, was dann eben auch auf Interesse unserer Hörerinnen und Hörer stößt. Und wie wird es angenommen? Ich meine, die Friedrich-Ebert-Stiftung ist natürlich eine echte Größe. Da kommt natürlich ein Stammpublikum zusammen. Normalerweise eine Veranstaltungseinladung geht dann raus. Da ist der Raum immer irgendwie voll. Aber wie läuft es jetzt im Digitalen? Kommen die Leute auch zu euch? Sind das die gleichen? Sind das andere? Erreicht ihr neue Zielgruppen? Also so ganz genau wissen wir es natürlich nicht, aber was wir wissen ist zum einen, dass es ganz gut angenommen wird. Also ich bin grundsätzlich mit der Resonanz zufrieden. Die Folgen werden natürlich unterschiedlich stark gehört. Das kennt jede Podcasterin und jeder Podcaster. Aber eigentlich hat jede Folge in den ersten 2 Wochen, also bis dann die nächste rauskommt, so mindestens 170 Hörerinnen und Hörer gefunden. Allein auf Soundcloud kommen noch ein paar auf Spotify dazu. Und die Top-Folgen, die liegen heute eben bei 500-600 Klicks nach ein paar Wochen oder Monaten. Damit sind wir grundsätzlich sehr zufrieden. Ich sag mal, bei einer durchschnittlichen Veranstaltung bei uns im Friedrich-Ebert-Stiftung in Norddeutschland kommen halt 50, 60 Leute. Im Vergleich dazu sind, finde ich, 150 Klicks in 2 Wochen oder eben noch entsprechend mehr eine ordentliche Zahl. Was ich spannend finde, wir haben natürlich gedacht, als wir angefangen haben, naja, so Podcast voll digital, das spricht bestimmt junge Leute total an. Das kann ich nur sehr begrenzt bestätigen. Also junge Leute im Sinne von Studierende, okay, aber jünger dann auch nicht oder zumindest wissen wir es nicht, melden die sich nicht bei uns, wenn uns jüngere Leute hören. Was uns aber gelungen ist, dass Leute uns hören, die sagen, ich finde das interessant und ich würde nie zu einer Veranstaltung von euch kommen. Nicht, weil sie uns doof finden, sondern weil man zum Beispiel kleine Kinder zu Hause hat oder weil man beruflich sehr stark eingespannt ist. Das heißt, diese Möglichkeit, politische Inhalte, politische Bildung per Podcast zu bekommen, wann immer ich will, ne, wo ich will, beim Joggen, beim S-Bahnfahren oder eben auch zu Hause auf dem Sofa um 23:30 Uhr, das finde ich halt eine total tolle Möglichkeit.
Möglichkeit an Podcast. Zeitunabhängig, ortsunabhängig kommen wir halt in die Ohren der Leute und das wird eben auch wahrgenommen von Leuten, die sonst aber viel zu wenig Zeit haben, zu einer Veranstaltung hinzugehen und vielleicht auch keine Lust dazu haben. Wie ist das mit deinen Gästen? Du kennst die ja quasi ursprünglich von so einem Bühnensetting, da kommt man in so einen Raum, setzt sich vorneartig hin, der Personenschutz bleibt an der Tür und wenn es einen gibt. Haben nicht alle unsere Gäste Personenschutz, die wir so in Norddeutschland haben, aber so. So der Bürgermeister zumindest hat welchen. Zumindest, ja, genau. So, das heißt, es gibt ja ein gewisses ritualisierte Gesprächssituation, die man da so hat. Also ja. Jeder weiß, wenn man zu einer Podiumsdiskussion in irgendeiner Form geht, dann gibt es so gewisse Rituale, gewisse Standards, dann rutscht man schnell in die Muster rein, die man so schon so kennt. Sind die bei Podcasts aufknackbar? Sind deine Gesprächspartner direkter, lockerer, entspannter als auf so einer Bühnensituation? Also alles in allem würde ich sagen, ja. Und man kann auch ein bisschen was dafür tun als Podcasterin oder Podcaster. Also was man schon merkt, finde ich, wenn die Gespräche anfangen, ist es oft noch so, wie du beschreibst. Ne? Weil man gerade einen Spitzenpolitiker wie jetzt Peter Tschentscher, ja, der hat dann so eine Podcast-Aufnahme in seinen vollen Kalender irgendwo dazwischen geschoben. Der kommt gerade aus einem ganz anderen Thema, weiß, in 45 Minuten muss er zum nächsten Thema. Der ist nicht locker am Anfang. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen haben wir ein Spiel eingefügt in unsere Podcasts. Immer so nach dem ersten Drittel ungefähr des Gesprächs, wenn man sich so ein bisschen warm geredet hat, spielen wir Friedrich fragt. Das ist so ein ganz einfaches Spiel. Ich stelle 10 Entweder-Oder-Fragen und die Leute müssen spontan antworten. Und ich fange immer bei so ein paar Alltagsgeschichten an. Ne? Also isst du gerne Fisch oder Fleisch? Fährst du lieber ans Meer oder in die Berge? Sowas am Anfang. Und dann kommen aber schon auch immer ein paar Entweder-Oder-Fragen, die ein bisschen trickier sind, die zum Thema der Sendung auch passen. So, und das ist oft der Moment, wo man merkt, die Leute werden lockerer. Das merkt man oft schon auch in der Körperhaltung. Also wenn man denen gegenüber sitzt oder auch wenn man so eine Video-Möglichkeit hat, wie wir jetzt gerade, wir sehen uns ja auch online, dann merkt man schon, die Leute lehnen sich vielleicht ein bisschen zurück, werden ein bisschen, die Körperspannung wird entspannter, man lacht halt mal, ne? Das ist total wichtig und oft nimmt das Gespräch dann einen spannenderen Dreh, wo man einfach merkt, dass die Leute doch irgendwie persönlicher erzählen, auch mal eben von ihrer Geschichte, warum bin ich das geworden, was ich geworden bin, warum engagiere ich mich gerade dafür oder aber eben auch so quasi ins Nachdenken kommen. Und das finde ich so besonders toll am Podcast, dass es eben eine Möglichkeit ist, wo die Leute auch nochmal beim Reden nachdenken und wo man nicht unbedingt das Gefühl hat, das ist ja bei Veranstaltungen schon manchmal so, okay, gerade jetzt ein Spitzenpolitiker, der will halt unbedingt diesen Satz sagen, das hat er sich vorher vorgenommen und dann kommt er auch, mehr oder weniger egal, wie die Frage war. Ne? Und das ist so bei einer Podcast-Gesprächssituation, es ist ja trotzdem irgendwie ein intimer Raum, trotzdem sind im Moment nur wir beide hier, auch wenn uns irgendwann mehr Leute hoffentlich zuhören als wir beide, aber dass man da die Möglichkeit hat, eben in so einem Podcast-Gespräch auch neue Gedanken zu entwickeln. Und deswegen empfehle ich, die Folgen auch durchzuhören, weil ich finde, die meisten werden eben nach diesem Friedrich fragt, so nach 8, 9 Minuten, werden sie noch mal ein bisschen spannender. Hast du das quasi alles im Kopf oder hast du so einen Spickzettel neben dir für die Fragen? Also ich frage ganz spontan, weil ich jetzt sage, Mensch, wenn du jetzt schon hier sitzt, dann machen wir jetzt hier so eine Runde, damit ich ein bisschen lockerer werde. Könntest du aus dem Stegreif? Na klar, also nach 35 Folgen ist mein Fundus an Entweder-Oder-Fragen jetzt ziemlich groß. Komm, dann machen wir jetzt mal 10 Entweder-Oder-Fragen. Du bist ab sofort Podcast-Host dieses schönen Podcasts okay, und ich setze mich auf den zweiten Stuhl. Sehr genau. Friedrichs Flaschenpost mit Dennis Aitin, jetzt hier unser Spiel Friedrich fragt 10 Entweder-Oder-Fragen. Dennis, also trinkst du lieber Kaffee oder Bier? Alkoholfreies Bier. Wenn du Urlaub hast, fährst du von Berlin aus lieber nach Norden oder nach Süden? Nach Norden. Wenn du Sport schaust im Fernsehen, ist es dann Fußball oder ist es eher was anderes? Ich gucke gar keinen Sport im Fernsehen. Okay, das ist natürlich schwierig. Wenn es nach Corona wieder erlaubt ist, gehst du dann als erstes ins Kino oder als erstes ins Restaurant? Ich würde gerne dringend ins Kino wollen, aber ich glaube, familiär wäre ich erstmal zum Restaurantbesuch gezwungen. Sehr gut. Wenn du 1.000 Euro hast, würdest du das Geld, also einfach mal so kriegst, Geschenk kriegst, würdest du das Geld auf die Bank legen und sparen oder irgendwo anlegen oder würdest du es jetzt ausgeben? Ich würde es investieren in eine neue Schaukel für unseren neuen Garten, der bald hoffentlich entsteht. Wir bauen gerade ein Haus und da brauchen wir jeden Cent, den wir kriegen können. Disclaimer, schon haben wir was Privates über dich gelernt, über diesem Spiel, ne? Was jetzt sozusagen, was wir vorher nicht wussten. Dann was habe ich noch an Entweder-Oder-Fragen? Natürlich ganz wichtig, du hast ja auch mal in Hamburg gelebt, HSV oder St. Pauli?
HSV, man kann sich den Verein, mit dem man leiden muss, nicht aussuchen. Siehst du, und auch das schon wieder, ne? Du hast gelacht, auf einmal sozusagen haben wir da eine andere Ebene gefunden, als man vorher hatte. Also vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel erster Bürgermeister wärst. Genau, und so geht es dann immer weiter. Kein Amt, für das ich qualifiziert werden. Genau. Wobei ich sagen muss, also das ist vielleicht auch was Privates. Also ich habe mich irgendwann früh entschieden, ich möchte nicht Politiker werden. Also ich mache viel Politik und bin die ganze Zeit im Geschäft unterwegs und so. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, nee, ich möchte kein Politiker werden. Ich möchte vor allem kein Spitzenpolitiker werden. Weil ich das glaube, das ist eine Welt, da muss man wirklich, wirklich hundertprozentig wollen, muss es aushalten können, was da auf einen zukommt. Der Gestaltungsspielraum ist natürlich toll, klar. Das Ego kriegt auch viel ab, ist auch schön. Aber was man an Druck da aushalten muss und auf was für furchtbare Kämpfe man sich manchmal auch einlassen muss, die einem selbst als wohlmeinender Mensch von links und von rechts um die Ohren fliegen, die man gar nicht selber angezettelt hat. Das muss man wirklich wollen. Von daher alle Hochachtung für alle, die das aushalten. Ich bin dafür, glaube ich, nicht gemacht. Das stimmt. Und ich glaube, man zahlt eben auch natürlich einen hohen Zeitpreis, ne? Also was dann natürlich auch sich bei was fehlt in Sachen Privatleben und sowas. Das finde ich auch. Das finde ich aber auch bewundernswert. Also dieses Vorurteil, was ja manchmal so gibt, so Politiker-Bashing, die sind irgendwie alle doof oder die sind alle faul. Das kann ich wirklich auch aus meiner Arbeit überhaupt nicht bestätigen. Also natürlich findet man nicht immer alles toll, was ein Politiker oder eine Politikerin sagt, aber faul habe ich jetzt wirklich so gut wie keinen bislang kennengelernt und doof eben wirklich auch nicht, sondern sehr engagierte Menschen, die halt für ein Thema auch brennen und sich dafür einsetzen. Und meine, wäre ja furchtbar, wenn wir keine Leute hätten, die in die Politik gehen. Ne? Wie würden wir dann regiert werden? Da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Das stimmt. Also im Prinzip ist da schon auch so ein bisschen da, wo der Arbeitsauftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung ist, nämlich das Begeistern für Politik, das Informieren für Politik, aber auch das Fitmachen für Politik. Also wir haben viel zusammen gemacht im Bereich politische Bildung. Und mal, wenn ich eingeladen wurde für irgendwelche Rhetorikseminare, dachte ich immer, ich bin echt froh, bei euch zu sein und nicht in so einem Verkäufertraining. Weil es ist was anderes, ob ich was schlagfertig verkaufe oder ob ich für eine Sache, für die ich brenne, politisch werbe und argumentiere. Das ist ein anderes Arbeiten, auch mit so einer Gruppe. Auf jeden Fall. Das ist auch echt ein Privileg, also gerade in diesem Seminarbereich, den du ansprichst, dass man da wirklich interessante Leute hat. Und bei uns kommt ja oft so eine Mischung zusammen. Da sind dann ein paar Leute dabei, die sich vielleicht in der SPD engagieren, egal jetzt ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Da sind immer ein paar Leute aus der Gewerkschaft dabei, aber vielleicht auch jemand aus einer lokalen Bürgerinitiative, aus einem feministischen Verein, aus einer Initiative, die Geflüchteten hilft oder sowas. Und das hat ja so einen doppelten Effekt. Also erstens sind es immer spannende Leute, weil engagierte Leute meistens spannend sind. Und zweitens gibt es auch eine Möglichkeit, eben voneinander zu lernen, aus den verschiedenen Bereichen. Das finde ich oft toll. Und letztlich spielt ja das dabei auch immer Politik eine Rolle. Ne? Und das finde ich so schön, wenn man auch Leute feststellen bei unseren Veranstaltungen oder manchmal auch beim Hören von Friedrichs Flaschenpost, was so alles Politik ist, ne? Und wie vielfältig das ist und wie stark das aber auch unseren Alltag beschäftigt natürlich. Ne? Und wie gesagt, wir haben vorhin gerade habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es eben um Bildungspolitik ging. Ne? Und ich meine, klar, das ist jetzt eine unmittelbare Frage, die das Leben von allen Menschen in Deutschland mit Kindern betrifft. Wie machst du es jetzt? Machst du Wechselunterricht? Machst du Ganzpräsenzunterricht? Machst du Testpflicht? Machst du freiwillige Tests? Unmittelbare Fragen, die jetzt politisch geklärt werden müssen, die unser aller Leben stark betreffen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wo es dann bei Podcasts scheitert, wenn man diesen gedreckten persönlichen Bezug nicht herstellen kann. Also bei der Veranstaltung, wenn ich da einmal sitze, bis ich da wieder rausgehe, muss ich mich schon sehr geärgert haben. So ein Kopfhörer fliegt schnell mal aus dem Ohr, man tippt aufs Telefon und sagt, okay, komm, nächste Folge, was anderes. Da muss man natürlich schon irgendwie noch einen stärkeren persönlichen Bezug herstellen, als man es bei so einer Veranstaltung hinkriegt. Ja, das stimmt. Da sind ja die digitalen Medien auch brutal ehrlich. Ne? Ich meine, bei Spotify zum Beispiel sehe ich ja auch genau, wann meine Hörerinnen und Hörer ausgeschaltet haben. Ne? Immerhin ist das, finde ich, auch natürlich auch ein Service, den man dadurch solche Technik bekommt. Man kann dann ja auch überlegen, wie muss man die Dramaturgie vielleicht ändern, dass nicht immer rund um Minute 12 alle ausschalten. Da scheint das eine langweilige Passage in meiner Sendungsdramaturgie zu sein. Da kann man ja drauf reagieren. Aber klar, das ist nicht alle, längst nicht alle hören natürlich so eine Podcast-Folge durch. Deswegen ist schon natürlich auch wichtig, dass der Anfang sitzt, ne? Also dass man schon irgendwie schnell ins Thema kommt, dass man nicht zu lange jetzt als Moderator rumlabert, sondern der Gast dann auch zu Wort kommt und dass man natürlich auch gleich möglichst mit einer kontroversen Frage oder mit einer spannenden, auf jeden Fall, ich fange eigentlich immer mit einer aktuellen Frage an, also irgendwas, was gerade auch medial quasi in der Zeitung stand oder im Radio gehört worden ist, dass man einen direkten Anknüpfungspunkt auch bei dem, was unsere Hörerinnen und Hörer gerade so mitbekommen haben, politisch hat.
Was für Themen, also klar, Corona, nehmen wir mal raus, was sind momentan so die Themen, die am ehesten auf den Fingern brennen, wenn du auf einen Gast triffst? Wo sagst du, also da muss ich unbedingt jetzt mal von allen, die ich so treffe, eine gute Antwort drauf kommen. Was treibt dich auch selber um? Na, das sind zwei verschiedene Fragen. Also, was treibt mich selber um? Mich treibt schon um, wie es mit unserer Demokratie weitergeht. Wir sind im Jahr der Bundestagswahl. Das ist eine wirklich spektakuläre Wahl, schon allein, weil nicht eine amtierende Kanzlerin oder ein amtierender Kanzler wieder antreten wird. Und das glaube ich schon. Und dann haben wir noch zusätzlich eben diese Pandemiesituation. Keiner weiß, wie der Wahlkampf sich entwickelt, wann das eigentlich, wann man sich wieder leibhaftig in großen Gruppen treffen kann oder ob dieser Wahlkampf komplett online sein wird, wie wir es ja doch zum Beispiel beim US-Präsidentschaftswahlkampf gesehen haben. Das sind alles so Faktoren, die mich zu der Überzeugung bringen, dass es eine ziemlich wichtige Wahl ist, aber auch eine sehr spannende Wahl, egal was die Umfragen heute sagen. Das halte ich für überhaupt nicht ausgemacht, wie das ausgeht. Aber ich glaube, es ist auch eine Wahl, die darüber entscheidet, wie sich unsere Gesellschaft, unsere Demokratie auch weiterentwickelt. Das ist schon was mich sehr umtreibt und wo wir natürlich auch versuchen, als Friedrich-Ebert-Stiftung zu überlegen, was könnten jetzt auch wichtige Impulse sein, die man für so eine politische Zukunft jenseits jetzt der Bundestagswahl im September entwickeln kann. Was mich jetzt bei der Podcast-Gästesuche, sag ich mal, umtreibt, ist schon eben diese Frage, was ist gerade aktuell? Ne? Also wir hatten zum Beispiel die furchtbare Situation ja in Hamburg, dass in diesen kalten Tagen im Januar gerade ja mehrere Menschen auf Hamburg Straßen obdachlose erfroren sind oder aus anderen Gründen verstorben sind, so aber eben auf offener Straße Menschen in Hamburg sterben, in dieser wahnsinnig reichen, ja auch ziemlich schönen Stadt, wo ich so dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ging dann auch durch die Medien natürlich, das stand in den Zeitungen, das war im Fernsehen und Radio berichtet und da dachte ich, das müssen wir machen jetzt in unserem Podcast. Und da habe ich eben Annette Bruns gefragt, die neue Chefredakteurin von Hinz und Kunst, dem Deutschlands größtem Straßenmagazin, was in Hamburg eben seit über 25 Jahren gibt. Und dann haben wir eben relativ schnell auch gesagt, Mensch, das ist ein wichtiges Thema und sie wollte auch gerne in den Podcast kommen. Und dann haben wir halt so eine Folge gemacht, weil das ein Thema war, was einfach unmittelbar jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße lag. Ja, also das Thema Obdachlosigkeit ist in diesem Podcast bei mir auch schon aufgetaucht. Ich hatte zu Beginn der Corona-Phase den Chef der Corona-Sozialgenossenschaft hier zu Besuch und wir haben uns so unterhalten, was heißt es eigentlich für Leute, die generell schon das Leben extrem schwer haben? Wie kriegen die das eigentlich in dieser Sondersituation auch noch hin? Und das ist so ein Moment, wo man dann selber sich dann als sehr, sehr dankbar fühlt, auf einmal, wo man sagt, ich leide auch gerade ganz furchtbar unter der Situation, aber nee, so schlimm wie denen geht es jetzt mir echt nicht. Und das ist schon eine besondere Herausforderung, die da herrscht. Und jeder Winter ist dann eigentlich für jemand, der ohne zu Hause ist, schon eine Katastrophe, die ausreichend genug ist. Absolut, absolut. Aber es ist ein schönes Beispiel auch gerade diese Folge, also die finde ich auch wirklich spannend, die Folge, kann ich allen nur ans Herz legen, wo man auch sehen kann, wie so das Zusammenspiel von eben einem Podcast als einem politischen Informations- und Bildungsmedium, aber eben auch unmittelbarer politischer Beratungsarbeit, die wir als Friedrich-Ebert-Stiftung ja auch im Anspruch haben, zusammenspielen kann. Zum Beispiel hat eben Frau Bruns, die Chefredakteurin von Hinz und Kunst, gesagt, irgendwie hat das nicht so richtig geklappt, dass sie bislang mal direktes Gespräch mit der Sozialsenatorin von Hamburg, Melanie Leonhardt, hatte. So, jetzt haben wir dies von in der SPD, das heißt, da gibt es gewisse Verbindungslinien zur Friedrich-Ebert-Stiftung, die kann ich direkt anrufen, beziehungsweise ihr Büro und habe gesagt, du, so und so sieht's aus, Frau Bruns würde gerne mal, könnten wir zumindest weitergeben, so ein bisschen mal ein Gespräch vermitteln und natürlich, es war nicht nur unser Podcast, aber ich glaube, es ist schon auch ein Beitrag dazu gewesen, dass dann tatsächlich auch, natürlich auch mit medialem Druck von ganz vielen anderen Playern, dass aber eben ein paar Tage später dann die Hamburger Sozialbehörde auch eben verfügt hat, dass die Unterkünfte, die Notunterkünfte, die Unterkünfte im Winternotprogramm auch tagsüber geöffnet werden, dass eben die obdachlosen Menschen in Hamburg eben auch tagsüber im Warmen sein kann. Normalerweise werden die tagsüber geschlossen, werden erst abends wieder aufgemacht, eben als Übernachtungsorte. Sozusagen so ein kleiner Beitrag war wahrscheinlich, oder hoffe ich, war unsere Podcast-Folge auch dafür, dass dann eben auch real was passiert. Und wir haben eben auch überdurchschnittlich viele E-Mails zu der Folge bekommen, wo man eben auch gemerkt hat, okay, ne, das hat Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Wir haben auch gefragt, Mensch, wo kann ich was spenden, dann Hinz und Kunst oder sowas. Also wo man auch merkt, dass dann eben Podcast hören, sich politisch informieren und aber auch was selber tun, Hand in Hand gehen. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
Und vielleicht als kleine Serviceleistung würde ich sagen, wir schreiben mal unten in die Beschreibung dieses Podcasts ein paar Telefonnummern mit rein von Kältebussen. Also Hamburg habe ich schnell hier auf dem Bildschirm gefunden und Berlin natürlich auch. Ist natürlich bundesweit überall das gleiche Problem. Das heißt, in jeder großen Stadt gibt es so eine Situation und meistens gibt es auch solche Nottelefonnummern, die man anrufen kann, wo man einfach sagen kann, hier schläft einer auf der Straße, das sieht nicht so aus, als hätte er einen stabilen Schlafsack. Kann mal einer kommen und gucken, ob es dem gut geht und dem Zweifelsfall irgendwie helfen, heute Nacht einen Ort zu finden, wo der oder die ins Trockene und Warme kommt. Also seid so gut und guckt mal in die Beschreibung unten, da sind ein paar Telefonnummern drin und schaut mal, wo ihr helfen könnt im Notfall. Ja, finde ich cool. Das mit offenen Augen in die Stadt zu laufen, ist schwer genug. Vielleicht ist das eine der Sachen, die wir jetzt alle nochmal in der jetzigen Zeit nochmal oben drauf lernen können, dass wir aufeinander ein bisschen mehr aufpassen, wenn es da noch besonders schwierig wird. Ich würde gerne nochmal einen Schritt machen in die Richtung, du bist natürlich jetzt in der so eine, ist schon sehr politisch, was ihr macht, aber es ist halt auch eher Politik beraten, Politik beobachtend. Wo hast du das Gefühl, gerade weil du vorhin sagtest, du machst so viele Gedanken über die demokratische Zukunft in unserem Land, wo hast du das Gefühl, wo sind so Trends, wo du zum einen Hoffnung hast, wo du sagst, da bewegt sich was, guck mal, da läuft was, und zum anderen, wo du sagst, oha, da müssen wir echt aufpassen, was sind so die Punkte? Also echt aufpassen, finde ich, müssen wir bei dem Thema räumliche Entwicklung und eben räumliche, also Trennung entlang von sozialen Bruchlinien. Also das sind ja so Trends, die beobachtet man in Hamburg, aber auch in einer Stadt wie Berlin und an ganz vielen Orten, dass sich Stadtteile oder ganze Quartiere verschieden entwickeln. Ne? Dass es sich eher Quartiere gibt, wo immer mehr reiche Leute hinziehen und Quartiere gibt, wo sich immer mehr Leute zusammenwohnen, denen es nicht so gut geht sozial oder die keine Arbeit haben, was auch immer so. Und das hat natürlich gravierende Folgen für die, was sind das da für Schulen da vor Ort, ne? Wie ist die ÖPNV-Anbindung oder nicht? Also das hat natürlich dann sehr, sehr oft sehr reale Auswirkungen. Das finde ich schon ein Problem. Denn wir wissen ja aus Forschung auch, dass sich eben nicht unerheblicher Teil unserer Gesellschaft abgehängt fühlt und dummerweise auch zu Recht. Ne? Also das ist ja leider nicht nur ein Gefühl, irgendwie läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern da gibt es tatsächlich Studien zu zahlreiche, dass man sagen kann, okay, für bestimmte Leute wurde auch tatsächlich wenig Politik gemacht in den letzten Jahren und manchen geht es objektiv eben einfach auch wirklich nicht gut oder sogar schlechter als vor 10 oder 15 Jahren. Das finde ich nicht gut. Und es hat natürlich auch noch eine soziale Dimension. Ne? Also dass wir reden ja eh darüber, dass wir auch in unserem Kommunikationsverhalten eher homogener werden, ne? Durch diese ganze Social-Media-Kommunikation. Wenn wir unsere Algorithmen in Google sind alle personalisiert. Das heißt, wir finden tendenziell mehr Leute, mit denen wir reden, die ähnlich denken wie man selber. Und wenn man dann auch noch nicht mal mehr zusammen wohnt, wenn man sich nicht mal mehr in der Nachbarschaft trifft, glaube ich, kann das eine gefährliche Spaltungslinie in der Gesellschaft geben. Das ist sowas, was mir Sorgen macht und wo ich total wichtig finde, dass sich eben auch Stadtplanerinnen und Stadtplaner über sowas Gedanken machen, zum Beispiel auch eben die Leute in der Stadtentwicklungsbehörde in Hamburg das durchaus auf dem Schirm haben und sich eben überlegen, okay, was kann man machen? Wie kann ich gezielt auch da was hinbauen, wo jetzt mal eine niedrige oder auch eine mittlere Einkommensschicht eigentlich fehlt in dem Stadtviertel? So. Was macht mir Hoffnung? Hoffnung macht mir wirklich, wie unglaublich viele Leute engagiert auch sind und Lust haben, mitzumachen. Das finde ich immer wieder toll. Und meine, wir sind ja eben als Friedrich-Ebert-Stiftung eine parteinahe Stiftung. Also wir haben enge Verbindung eben zur SPD in unserem Fall. Und das Parteien haben jetzt ja nicht so ein gutes Image grundsätzlich, wissen wir alle, haben nicht so, wird nicht so viel Vertrauen entgegengebracht. Trotzdem treten ja auch jeden Tag Leute ein. Ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber bei den CDU, bei den Grünen bestimmt genauso, dass immer regelmäßig Leute eintreten, auch mitmachen wollen. Und sind auch viele junge Leute, die Bock haben, sich zu engagieren, sei es aus unterschiedlichen Gründen, mal für ein ganz bestimmtes Thema, sei es für bessere europäische Flüchtlingspolitik, habe ich jetzt kürzlich jemanden getroffen, der deswegen in die SPD eingetreten ist, in Schleswig-Holstein, weil er sich gerade dafür einsetzen will. Oder auch ganz konkret in meinem Stadtteil hier, unser Spielplatz muss dringend renoviert werden, die Straße muss ganz dringend verkehrsberuhigt werden für so ganz konkrete lokale Themen. Und diese ganze Bandbreite, die macht mir total Hoffnung. Also wie viele Leute es gibt, die Probleme identifizieren und dann aber irgendwie nicht motzen oder negative Facebook-Kommentare schreiben und die sagen, okay, jetzt mache ich auch was, zum Beispiel eine Partei. Man kann natürlich auch sich woanders engagieren, gar keine Frage. Aber das ist sowas, wo ich denke, okay, da ist unsere Gesellschaft echt gesund und hat Power, um auch die Herausforderungen anzugehen. Das ist, also ich teile absolut diese Einschätzung, weil das
Man sieht einmal so viel Geschimpfe, aber es gibt auch einen ganzen Haufen Leute, die sozusagen nach 10 Minuten Schimpfen feststellen, ja, man muss schon irgendwie was tun und dann irgendwie aufstehen und loslegen und das auf sehr unterschiedliche Art und Weise tun. Und so mancher tut es auch in, neben dem, was man so in größeren Organisationen wie Gewerkschaften, Parteien, Verbänden so tun kann, auch im Netz. Und es gibt viele Initiativen, die auch gerade so Podcasts und YouTube-Sachen versuchen, ja, ein bisschen da merke ich auch eine Politisierung dieses Mediums. Also die ganze Entertainment-Welt ist natürlich da und präsent und auch sehr prägend, gar keine Frage. Aber siehst du auch viele Leute, die jetzt sagen, also so ähnlich wie ihr es mit Friedrich Flaschenpost macht, wir wollen auch politisch in diesem Medium unterwegs sein? Ich glaube, die Anzahl der politischen Podcasts ist schon deutlich gestiegen. Das hat natürlich auch, ist auch eine Corona-Folge. Ne? Ich meine, wir haben jetzt vor Corona angefangen, im Herbst 2019. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, eben was zu machen und zu kommunizieren in Zeiten von Lockdown und so. Ne? Also zum Beispiel, dass die SPD-Fraktion der Hamburgischen Bürgerschaft hat jetzt auch einen Podcast gestartet und man könnte viele andere Beispiele ergänzen. Das ist natürlich ein bisschen, muss man gleich aufpassen, dass es auch keine Kannibalisierung da gibt, ne? Weil wahrscheinlich die Zuhörerschaft auch nicht endlos ist. Aber grundsätzlich finde ich das gut, dass da im Netz man eben nicht nur eben Unterhaltung oder Sport oder Beauty-Tipps oder sowas findet, sondern dass da auch viel Politik stattfindet. Wir müssen uns ja alle fragen, wie viel Zeit verbringen wir im Netz? Also jetzt in Corona sowieso den ganzen Tag, aber auch vorher war das ja nicht wenig, ehrlich gesagt. Das heißt, es ist natürlich schon der Ort, wo viel meines Lebens, meiner Kommunikation sich abspielt, und es ist doch gut, wenn da auch Politik vorkommt. Und das finde ich gut. Also ich hatte gerade kürzlich nochmal, hatten wir selber so eine Weiterbildung uns gegönnt, also wir haben uns selber weiterbilden lassen als Team der Friedrich-Ebert-Stiftung in Norddeutschland und haben uns mal zum Beispiel so Tipps wie so ein Online-Games, also wie man politische Inhalte durch Online-Games auch vermitteln kann. Da gibt es echt coole Sachen, was man so machen kann, dass man einfach so spielerische Elemente, ein bisschen was Witziges auch eben durchaus mit politischen Inhalten, natürlich auch mal mit der Möglichkeit, wenn man Bock hat, dann auch in einen Dialog einzutreten, zu verbinden. Also sowas finde ich cool, und ich glaube, da hat jetzt Corona auch echt nochmal einen Schub gegeben, dass viele, sind wir ja nicht die Einzigen in der Ebert-Stiftung, die sich über sowas Gedanken machen, dass da auch neue Dinge entstehen und dadurch auch noch mehr Politik ins Netz kommt auf ganz verschiedene Formen. Und das finde ich super. Was für Podcast hörst du so in deiner Freizeit? Also ich höre tatsächlich auch eigentlich nur so inhaltliche Podcasts. Also ich höre tatsächlich gerne Red Talk von der Bundes-SPD. Das ist ein Podcast, den es aus dem Willy-Brandt-Haus, also aus der SPD-Parteizentrale gibt, den ich gut gemacht finde. Ich höre auch regional natürlich Podcasts. Also in Hamburg ist das natürlich die Gute-Leute-Fabrik, die man hören muss quasi. Der hat schon ein gutes Standing sich in Hamburg erarbeitet, wo einfach aber auch, die kriegen alle, ne? Also alle Senatoren, aber auch wichtige Leute aus Firmen oder Verbänden oder sowas. Das ist schon einfach auch spannend, was da ist. Es gibt auch während Corona, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, hatte die Hamburger Morgenpost, also eine Printzeitung, hatte so einen relativ kurzen Podcast, immer nur so 10, maximal 15 Minuten mit so einem Tagesthema. Das fand ich auch nicht schlecht. Das war oft so sehr auf eben aktuelle Corona-Fragen bezogen, Corona und Kultur mit dem Kultursenator oder irgendwie sowas. Das fand ich auch ganz gut. Da habe ich jetzt, wie gesagt, gerade gar nicht, habe ich jetzt länger nicht mehr gehört, wie man meine Antwort entnimmt. Das finde ich ganz nett. Wobei ich höre tatsächlich noch sozusagen, das ist sozusagen aber dann eben eher im Privatbereich, auch gerne Podcasts, die so neue Musik vorstellen. Also das finde ich auch eine nette Möglichkeit, über einen Podcast halt irgendwie einfach Tipps für neue Musik zu bekommen. Dann lass mich an dieser Stelle Werbung machen für einen Podcast, der es wirklich nicht nötig hat, weil, glaube ich, eine Reichweite hat, die uns alle erschlägt. Der neue Podcast von Bruce Springsteen zusammen mit Barack Obama. Nicht mehr direkt ein Geheimtipp. Ist nicht mehr direkt ein Geheimtipp. Es ist lustig, weil ich kriegte irgendwann nachts eine SMS von einer sehr lieben Freundin aus New York City, die gerade drüben da lebt. Also, da hat sie jetzt auch anders vorgestellt, als ihr Auslandsjahr, als im Corona eingesperrt in der Wohnung zu sitzen. aber die schickt mir ganz aufgeregt, das ist für dich. So, ich sagte, ja, alles klar, das hat sie jetzt irgendwie ausgedacht und stellte fest, nee, das ist echt. Das gibt's wirklich, genau. Das gibt's wirklich. machen die das jetzt nur für mich? So. Und ich finde es erstaunlich, nicht nur wegen der großen Namen, sondern auch wegen der Beziehung zwischen diesen beiden. Es ist eine witzige Kombination. Ne? Das ist natürlich ganz, also erstmal ein Rockmusiker und ein ehemaliger Präsident. Ne? Das ist natürlich schon mal eine ganz witzige Kombi.
Ja, und beide spielen tatsächlich auf Augenhöhe. Und das ist das Interessante. Dass ja. Das auf Deutschland versucht zu übersetzen. Ich stelle mir dann so vor, keine Ahnung, Grönemeyer trifft auf Frau Merkel. Und die machen zusammen einen Podcast. Würde das die gleiche emotionale Tiefe, die gleiche Reflektiertheit, die gleiche Bereitschaft zum Austausch geben? Oder ist das tatsächlich was nur mit... Das lebt schon davon, dass die halt persönlich harmonieren. Ne? Also ich glaube, gerade so ein Format, man muss da halt Leute haben, die halt auch, wo wirklich sowas wie Chemie entsteht zwischen den Leuten. Ne? Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Typfrage. Also was ich jetzt, also ich kenne weder Herrn Grönemeyer noch Frau Merkel persönlich, aber sozusagen, ich glaube auch, dass das Match was anderes ergebe, sagen wir es mal so, als Springsteen und Obama. Hast du einen Wunsch-Podcast von zwei Personen, von denen du meinst, ihr beide, euch sperre ich jetzt eigentlich jeder ein Mikro und ich höre zu? Wer müsste das bei dir sein? Also bei mir ist es geklärt, die Nummer gibt es schon, das haben wir jetzt gerade besprochen. was wir bei dir das ist. Das war die Selbsteinladung zum Obama-Springsteen falls sie Zeit Podcast, haben, also den wir gerade von Herrn Aitken gehört haben. Ja. Ja. Ja, gute Frage. Also ich will mal andersrum antworten. Also ich arbeite noch dran und da habe ich mir für Tipps, gerade auch jetzt, wenn Hörerinnen und Hörer da mal Bock haben, uns zu schreiben, sehr, sehr dankbar. Also wie kriegt man halt so eine lockere Atmosphäre hin? Also dass man eben beim Zuhören das Gefühl hat, die sitzen jetzt halt zusammen beim Bier oder beim Kaffee am Küchentisch und schnacken halt miteinander. Das ist ja grundsätzlich die Möglichkeit, die Podcast bietet. Und trotzdem hast du ja selber darüber gesprochen, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen steif, man muss erstmal warm werden, man kennt sich ja eben dann doch nicht so gut wie jetzt alte Freunde und so. Also das fände ich eher spannend. Also wie schaffe ich es mit quasi egal welchem Gast so eine Plauderatmosphäre zu kommen, dass man einfach so normal miteinander redet? Weil ich glaube, das ist das Allerinteressanteste für die Zuhörer, wenn das gelingt. Und das gelingt natürlich auch bei Friedrichs Flaschenpost nicht in jeder Folge, aber sozusagen daran arbeite ich eigentlich. Und ja, wenn ich mir, also ich hätte total Bock, da bin ich seit längerem dran, das ist jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ich arbeite, demnächst werden wir eine Folge mit Marco Bode haben, ne, dem ehemaligen Fußballer, der jetzt eben im Management von Werder Bremen ist, und ich finde, Werder Bremen ist ein spannender Verein, weil die eben einerseits natürlich die ganze Sportgeschichte machen, aber weil die sich auch sehr viel Verantwortung für die Stadt übernehmen und sich auch immer mal wieder in politische Debatten einmischen, und da ist eben auch Marco Bode, ich weiß gar nicht, was jetzt seine aktuelle Position ist, muss ich peinlicherweise gestehen, aber gut, so, das ist ja jemand, auf den ich total Bock habe, mit dem zu überreden, weil da auch diese, das sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Natürlich einerseits Sport, ich interessiere mich auch für Fußball, sozusagen, das finde ich interessant, mit dem über Fußball zu reden, aber eben auch über wie ist so ein Verein eigentlich auch als, ja, letztlich als politischer Akteur in der Stadt Bremen unterwegs, und was denkt er sich selber dabei, was denkt Marco Bode darüber? Also das ist so eine Folge, die, ich hoffe, die dauert nicht mehr allzu lange, wir sind schon bei relativ konkreten Terminverhandlungen, die wird man dann demnächst bei Friedrichs Flaschenpost hören. Sehr gut. Und alle, die jetzt neugierig geworden sind auf die Friedrichs Flaschenpost, wo findet man euch im Netz? Also man findet uns auf unserer eigenen Homepage, das ist www.fes.de/julius-leber-forum. Bisschen kompliziert, aber so ist es nun mal in der Ebert-Stiftungswelt. Wir sind auf Spotify zu finden, Friedrichs Flaschenpost, einfach in die Suchfunktion bei Spotify eingeben, da findet man uns sofort. Wir sind auf Soundcloud zu finden, wir sind bei iTunes zu finden, also einfach, wie gesagt, Friedrichs Flaschenpost in die Suchfelder bei Soundcloud, Spotify oder iTunes, Apple Podcasts eingeben. Dann findet man uns und findet alle Folgen, die sind alle natürlich verfügbar durchgehend, und viel Spaß beim Hören. Sehr gut. Dietmar, ich freue mich sehr, dass wir es endlich mal geschafft haben. Wir hatten ja schon 10 Anläufe und immer genau, versucht, ständig abends, mal mittags zusammengearbeitet, aber nie so richtig zum Podcasten getroffen. Genau, das müssen wir irgendwie anders machen. Wir haben es jetzt geschafft, eine Mittagspause zu kapern. Ja, danke dir, dass du auf deine Pizza verzichtet hast. Ich habe heute noch nicht mal gefrühstückt. Also manchmal ist das Leben, wie es ist. Aber für einen Podcast lohnt es sich, ein bisschen zu hungern. Ja. So, und es gibt in diesem Podcast eine kleine Tradition. Jeder, der hier einen guten Eindruck hinterlässt, und du gehörst erkennbar zu diesem Bereich, bisher waren sie alle nett. Aber also so, die bekommen eine stehende Einladung. Das ist eine Podcast-Familie hier. Und wer immer sagt, ich habe was zu erzählen, ich möchte was Neues berichten, man cool. darf sich selber einladen. Und falls mir das zu lange dauert, rufe ich selber nochmal an, sag mal, ich brauche dich nochmal für ein Thema, da bist du sozusagen jetzt auf dieser Familienliste mit drauf. Ja, cool, sehr gerne. Danke für die Adoption, die Podcast-Adoption. Sehr schön. Und alle anderen da draußen, seid so gut, surft vorbei bei Friedrichs Flaschenpost, guckt mal nach, was die Ebert-Stiftung in Hamburg so treibt. Wenn ihr in einem anderen Bundesland wohnt, das gibt es ja. Es gibt ja Menschen, die wohnen nicht in Hamburg, also ich
darf ja nicht, ich muss ja in Berlin wohnen. Die finden aber auch für die Ebert-Stiftungsangebote an verschiedenen Stellen, die sind manchmal auf ein Bundesland bezogen, manchmal so ein bisschen zusammenfassend, so wie bei euch, aber es gibt überall sehr nette Kolleginnen und Kollegen der Ebert-Stiftung, die für euch im Bereich politische Kommunikation, im Bereich politische Bildung und auch einfach mal zum Reinschnuppern, was es so für Themen dagegen gibt, ganz, ganz spannende Angebote schaffen, online wie offline und hoffentlich bald wieder mehr offline. Schaut auch da mal vorbei. Und sonst bleibt mir erstmal zu sagen, bitte adoptiert auch diesen Kanal, nicht nur den Friedrich Ebert Stiftungspodcast, sondern bei mir klicken auf alle Herzchen, Sternchen und Abonnement-Buttons, die ihr so finden könnt und hinterlasst gerne ein paar Kommentare bei iTunes. Da ist ein bisschen wenig unterwegs, das macht irgendwie keiner mehr. Man sagt als Podcast immer, bitte hinterlasst mir Kommentare bei iTunes und bewertet das. Kein Mensch tut es. Man kommt auch gar nicht hin. Aber falls ihr den Weg findet, also gut, macht es. Es hilft dem Algorithmus, hat man mir erklärt. Gut, das soll es heute gewesen sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und grüße nochmal in Hamburg. Danke, mach's gut. Grüße nach Berlin. Tschüss.